Heute bin ich wieder Sonne mit Alex. Hey, hey, hallo Leute. Und wir sind noch mit mehreren Leuten unterwegs. Wir sind heute zu acht. Wir sind heute acht Leute. Und ich habe hier schon ein paar interessante Sachen. Die wollte ich euch einfach mal zeigen. Boah. Habe ich eine Mücke eingeatmet. Es sind ganz viele Mücken unterwegs. Und was ist das? Das ist von einer Gasmaske, denke ich. Gasmaskenschnalle, weil ich habe ganz viele Gasmaskenschnallen gefunden und auch Augen. Gasmaskenaugen, ganz viele Teile. Ich wollte euch einfach mal zeigen und einen Knopf, einen interessanten Knopf. Ich denke, dass der auch von der Gasmaske ist. Wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Und ja, was das ist, weiß ich nicht. Ich vermute eine Hupe. Vermutet ist eine Hupe von einem Moped vielleicht. Alex macht hier eine Pause. Aber eine richtige Pause. Esse ich aber auch nicht alt alleine. Ja. Da darfst du auch was von mitessen, das ist kein Problem. Und jetzt zeig mal das Handy her. So, der eine Sondelkollege hat schon eine HJ-Raute gefunden, die wir euch hier aus geschichtlichen Zwecken zeigen. Er hat uns ein Foto geschickt, weil er ist ziemlich weit weg. Weil wir jetzt eine Pause hier machen, wollten wir euch die mal zeigen. Das ist auf jeden Fall ein Fund, der noch mit rumgekommen ist gerade. Und derselbe Kollege war das, glaube ich, der auch das Bajonett heute gefunden hat. Ne? Genau, da blende ich euch dann sozusagen das Video ein, was ich vorhin gemacht habe, wo es heute noch nicht da war. Hier ist das Video vom Bajonett. So, wir sind mal wieder im Wald. Gruppensondeln. Der erste Fund ist da. Ein Bajonett vom K98 mit Bakelitgriff. Ja, sehr schöner Fund. Können wir mal umdrehen. Ist hier oben Feld als unten? Wie bitte? Ist hier oben Feld als unten? Ich denke nicht. Ja, schönes Bio auf jeden Fall. Und wir suchen jetzt weiter. Mal sehen, was noch kommt. Andere Seite. Tschüss. Hier. Hauen wir jetzt ab? Scheint so. Die sind ja schnell. Tschüss. Da steht drauf. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht finden wir es aber noch raus und blenden ein Foto ein. Wo sind denn jetzt die anderen hin? Sind die schon abgehauen? Ja. Ohne Schuss zu sagen. Der Falter flippt aus. Alex, dein Licht ist zu hell. Ich muss mal in diesen Wagen in Oxal. Das ist irgendwas. Ja. Sortenreinheit oder Sortenechtheit oder irgendwas ähnliches aus Zwetschgen, das kann aus Pflaumen sein. Zwetschgen sind Pflaumen, aber das sagt man nur im Westen sowas. Also ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Oh mein Gott. Es ist eine... Der Alex wird es nicht glauben können. Ja, jetzt muss ich... Ah, da ist es. Ach, jetzt hör auf. Ist es Silber? Jetzt gönn ich den Moment. Ich hab die Nadel schon gesehen. Aber ist ja, weißt du ja nicht, ob es Silber ist. Ist es hohl oder nicht? Das ist hohl geprägt. Ja, okay, dann ist es bloß ein goldenes. Nee, wobei das auch silberne gehabt, die auch hohl geprägt waren. Das war dann die erste Klasse vom Ersten Weltkrieg. Die haben sie bloß mit Hakenkreuzen umgestanzt. Verwundeten Abzeichen? Und wir sind hier rübergegangen. Schon wir? Du. Ja, wir waren. Wir sind hier rübergegangen. Wir waren hier drüben. Ja. Ja, aber wir waren da. Aber ihr habt nicht gründlich? Nein, wir waren da. Nein, hier kamen wir jetzt auch Straße. Schon. Das war die. Also ist das kam wieder mit einem 70er Leitwert, also irgendwas mit ein bisschen über 70. Willst du einen Keks? Guck dir mal Alex sein Gesicht an. Achso, der ist ein bisschen stinky. Das ist auch nicht. Du hast in letzter Zeit genug gefunden, halt gehört. Hey Mädel, hast du Trauer? Ja? Hast du Pippi im Auge? Ach, das ist ja bloß das Goldene, Mann, Alex. Oh, da brauchst du nicht sauer sein. Drauf. Aber schöner Zustand wieder. Das Haar ist aber schöner als das vom Alex, oder? Das ist eckiger. Da brauchen wir nicht. Ne? Da brauchen wir nicht. Der Zustand ist wirklich fein. Die Nadel ist ja top, ne? Besser als Alex. Wie viel habe ich denn jetzt schon davon? Ja, schade, dass es eine Fälschung ist. Boah, wie schön ruhig der Alex sein kann, wenn er sauer ist. Mann, wieso bist du denn so neidisch, Alex? Entspann dich doch mal. Ja,
Der nächste coole Fund. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch tatsächlich mal mein erster ist oder. Auf jeden Fall ein Kriegsmarineknopf. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, schön. Der lag, ja, der ist richtig gut erhalten. Und der lag oberflächlich hier, also richtig flach. Da muss auch gehen hier. Hier muss noch was liegen. Machen Sie bitte Platz. Ja, das ist ein anderer, ne? Ja, ja. Guck mal, meiner ist aus Alu. Und deiner ist mehr so von wie so ein Diener. Kragen oder sowas. Guck mal, der ist ja hinten auch anders. Ja, da steht Schrift drauf. Ne? Der ist hohl und der nicht. Kriegsmarine steht hinten drauf. Logo ist das gleiche, aber hier verschiedene Zustände. Ich habe jetzt mal eine Flasche gefunden. Das ist jetzt schon die zweite. Bei der ersten konnte man nicht so viel Schrift erkennen. Bei der zweiten kann man richtig viel sehen. 100 M. MZ22 EV 65M für 3,33 Liter VK-Gemisch. Und da steht Zeitz. Ja, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr vielleicht diese Flasche wiedererkennt und mir sagen könnt, um was es sich dabei handelt, wäre das sehr gut. Vielleicht. Das ist ja alt, aber ich finde, der Deckel ist nicht alt. Vermutet ist eher so DDR-Zeit. So, war da noch eine Schnalle. Oh, Gott, so, jetzt so viele Schnallen hier gefunden heute. Guck mal, halt Sonic, guck mal, ich hab und so viele Schnallen gefunden. Bengel! Ganz viele Schnallen hat gefunden, Sonic. Ganz viele Schnallen. Hat irgendeiner hat Jugend mehr gemeint, das schmeißt mir heute einer hier die ganzen Schnallen heute hin. Guck mal hier, ganz viele Schnallen gefunden. Mit Lederranne. Und die willst du alle nicht haben? Nee. Sorry. Also hier, noch mehr Schnallen. Hier, da, zack, 98 Ladestreifen. Habe ich auch schon tausend von gefunden. Hier eine Schnalle, die mit Schnallen zusammengewachsen ist. Nehme ich mit. Meine Fundtasche ist gerammelte voll. Ja, sorry, also Schnallen. Liegt gar nicht alle drin. Hier. Mein ganzes Coinpad ist voll. Voll mit Schnallen ist mein Coinpad heute. Aha. Wunderbar, habe ich heute gefunden. Alex ärgert sich ein bisschen. Will er alles nicht haben, nehmen wir alles mit. Ja, ich habe einen wunderbaren schönen Knopf gefunden für dich. Mit irgendeiner komischen Versicherung drauf. Alex, mit jetzt. Ohne Öse. Also du schätzt die Funde nicht, kann das sein? Ja. Aber hier ist ein schöner Knopf mit einer also, wunderbaren Versicherung. Das ist doch nicht alles historisch, was ein Hakenkreuz hat. Du bist ein bisschen verwöhnt. Ach so, warte mal, ich habe noch einen Fund gemacht, den habe ich noch gar nicht in die Kamera gezeigt. Das hier, das ist eine Gabel. Oder das, was davon übrig ist. Und die will ich dir mal zeigen, Alex. Bitteschön. Hm, eine einzige Gabel, wir sollen so essen. Wir haben auch 200. Ursprünglich mit Holzgriff, der ist leider schon weggegammelt. Aber trotzdem ist es fast noch vollständig. Schönes Relikt. Und hier sind noch mehr Signale. Scheint, als wären wir hier wieder auf den Spuren der Wehrmacht. Ich habe auch noch was gefunden, gerade eben. Zeige ich euch auch noch. Dieses schöne Objekt. Flugzeug. Das ist mein Fund. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Cool. Hat was. Ein älterer Teil. Was steht da drauf? Berlin? Ich kann nicht, erkennen. Hier? An der Seite? Piper. Piper, das? Ah. Ja, so heißt der Flugzeug. Piper. Ja, Piper steht drauf. Eine Piper. Den Rest kann ich nicht identifizieren. Das wird wieder von mir schön restauriert und sauber gemacht. Das wird nicht weggeschmissen, sowas. Das war nichts mehr, hat das hier noch. Ein bisschen Streuscheibe noch. Aber auch schon.
Hier kam jetzt ein interessanter Fund, den ich unbedingt mal filmen muss. Einfach weil der Zustand so unglaublich gut ist. Da steht was. AEG 40. Könnte das Baujahr sein. Originales Schnüffelstück einer Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Relikt längst vergangener Zeit. Da drin steht noch mehr. Da steht, man kann es mit der Kamera nicht wirklich sehen, aber da steht AB 40. Was ist das für ein tiefes Loch da wieder? Da kann man ja komplett drin verschwinden. Nee, was anderes. Irgendein tiefes Signal, das werden wir uns mal anschauen. Also der Sonderkollege hat ein extrem tiefes Signal. Und vielleicht könnt ihr das erkennen, was das ist. Wir wussten erst nicht, was das ist. Wir haben es nicht erkannt. Aber jetzt sehen wir es. Ist ein Wehrmachtshelm. Extrem tief. Und auf der Seite so. Der liegt seitlich. Den werden wir jetzt schön ausgraben. Mal schauen, was da alles unten drin liegt. Das ist super interessant. So ein tiefes Loch, da war noch nie jemand dran. Ich leuchte mal ganz kurz hoch. Hol. Bis jetzt. Bis jetzt ist noch hohl. Ah, ich muss die Seiten hier weitermachen. Ich muss hier ein bisschen, und dann kann ich es von der Hand rausnehmen. Mit dem Leben. Ey, wenn er so tief liegt, ja, dann ist der bestimmt noch in richtigen Zustand. Der hat auch nicht viel Rost dran, merkt man jetzt schon. Und es ist kein, wie gesagt, kein M42. Doch, ist einer. Ja? Ist ein M42. Ist das nicht gebörtelt? Nee, ist nicht. Alex, du musst einfach parallel der Straße runtergehen, bis der zweite Weg nach links geht. Wir sind 5 Meter vom Weg entfernt. Wir graben den mal ein bisschen weiter aus und dann filmen wir weiter. Kann ich nur beglückwünschen. Das ist ein Traumfund. So tief und so viel Zeug da drin anscheinend. Da ist noch Leder. Der Kennriemen. Oder liegt noch, nicht, dass da noch ein Helm drin liegt. Da liegt noch, da könnte alles drin sein. Das könnte jetzt. Ein SA-Deutsch. Da ist ein zweiter Helm. Ja. Da ist ein zweiter Helm. Ist das dein Ernst? Zweiter Helm. Die haben abgerüstet hier, wie Sonic sagte. Wissen wir nicht. Aber... Stimmt, das ist der Kinnriemen vom Helm. Und weißt du, wie der andere Helm aussieht? Das ist auf jeden Fall ein Fallschirmjäger. Das wäre natürlich Jackpot. Ich wollte euch mal was Cooles zeigen, liebe Zuschauer. Mann, das ist Pech, ne? Weil du die verkehrt rumträgst. Ja, dient nicht anders hier. Aber wer die gerne haben möchte, dem hau ich die auch gerne um die Ohren. Ich hab schon eins in meiner Fundtasche. Oh, ja. Geht das hier am besten raus, ey. Ich muss auch mal für unsere Jungs mal ein Foto machen. Spaten, die normalerweise am Kübelwagen dran waren, ja. Das sind große Spaten, die haben doch am Kübelwagen immer eine Axt dran gehabt und auch so einen spitzen Spaten. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist ein deutscher spitzer Spaten, würde ich sagen, vom Kübelwagen. Der am Kübelwagen oder am Dings dran war. Ja, ich wollte dir mal die geben. Ich wollte es nochmal zeigen hier. Dann nehme ich die vielleicht sogar mit. Die würde ich mitnehmen, wenn das Kübelwagen-Spaten sind. Jo. Würde ich fast meinen. Also ich weiß nicht, irgendwie gehört sowas zur Ausstellung vom Kübelwagen. Ich konnte aber auch nur einfach... Nee, es ist zu gerade. Der da, der zweite Helm. Nee, das ist irgendwas anderes. Weil der so gerade ist. Könnte auch ein Fallschirmjäger-Helm sein. Ich habe noch nie einen gesehen. Nee, das ist irgendwas anderes. Das könnte auch was anderes sein. Verbogen einfach nur. Aber wo ist, was ist dann das für ein Riemen dann? Ja, der gehört auf jeden Fall dazu. Ach, der. Ja, hat nicht diese Visiere, die an dem Helm mit dran waren, an den ersten Helm mit den komischen Eiern oben an der Seite dran? Nee. Nein, das wäre M8. Nee, das ist M16, M18. Also, was am nächsten kommt, wäre wirklich der falsche Mega-Helm. Ja. Der Riemen in der Mitte, dann hatten sie den auch. Also, wir haben identifiziert, dass es sich bei diesem zweiten Objekt, was erstmal aussah wie ein falscher Mega-Helm, um die Koppel handelt. Die liegt halt so rund, wie so ein bisschen die Form eines Helmes. Und das andere ist auf jeden Fall ein Helm. Und jetzt nähern wir uns hier gerade wieder an. Wollen wir auch erzählen, wer ihr seid bei Instagram? Sonnelamigos-Lippe. Wir sind wieder mit den Sonnelamigos-Lippe unterwegs, die immer Glück haben, wenn sie hier sind. Die ziehen immer ziemlich coole Sachen aus dem Boden. So wie heute. Kann natürlich sein, dass das nur der oberste Helm ist. Da ist für jeden ein Helm dabei. Langsam kannst du auch rausziehen, glaube ich. Ja. Da kommt ja zum Vorschein der deutsche Stahlhelm.
Die Erde ist aber komprimiert hier unten. Wahnsinn. Ja. Ja, fast 80 Jahre war. Da ist der Helm dann natürlich ein bisschen dichter. Riemen können natürlich auch vom Riemen tragen, schnell sein, was so über die Schulter getragen wurde. Na, Y-Riemen. Y-Riemen, ja. Machen wir. Jetzt da locker? Ja. Okay, dann ist jetzt der Moment gekommen. Boah. Lass mal einen Helm. Der ist aber schwer. Der ist aber fertig. Was ist ein Trümmerhaufen? Was ist das? Was ein Klopper, den müssen wir erstmal ein bisschen bürsten gleich. Das. Boah. Das war ein großer Soldat. Alter, aber richtig groß. Boah, was ist das? Boah. Was ist das? Ja gut, das ist alles wegen Gammelrost. Junge! Boah, der ist ja noch so schwer. Alter, das ist ein großer, das ist aber eine ganz große Glück. Nimm mal so. Den Spaten macht das mal so standesgemäß wie immer. Aber Leder. Ach, guck mal, hier ist er kaputt. Ja, ja, der hat hier voll anbekommen schon. Schade. Ja. Alter, wie ist denn das komprimiert hier? Also, der Helm ist wirklich extrem, extrem verkrustet und extrem schwer. Und das ist, was da noch da drin war. Das gehört nicht zu diesem Helm. Nee, passt, das gehört nicht zu dem. Nee, hier stimmt. Hier ist nämlich drin. Das ist ein anderes Helm in dem. Merkwürdig. Da ist hinten die. Da steht was drauf, wa? Da? Da muss was draufstehen. Da kann ich jetzt eine Stärke. Da steht doch noch ein Helm drin. Hier ist der Kinnriemen. Wahrscheinlich von dem in dem hier. Schön braunes Leder. Und ist da unten noch was? Liegt da oben drin. Ja, also die Koppel hat sich entpuppt als Helm-Innenring von einem anderen Helm. Leider. War doch kein Leder. Also am Anfang war es Metall, dann war es Leder und jetzt ist es wieder Metall. Wir haben ziemlich spekuliert. Und der, Spekulatius gegessen. Und der Helm nimmt langsam richtig Form an. Wo wir den so ein bisschen sauber machen jetzt. Der ist ziemlich verrostet und verklumpt. Aber sieht schon richtig gut aus jetzt. Ja, und sonst ist hier nichts weiter drin. Wir haben alles ausgehoben, hier pinpointet wie verrückt. Da, warte kurz, einmal hier vorne noch. Das dickige Stück. Ja, ja. Ja, der Helm ist auch ein bisschen kaputt an einer Stelle. Ja. Egal, eine Seite ist top. Das waren nicht wir, das war schon so. Ja. Oh, du siehst es schon. Ist halt nur merkwürdig, ja. Weil das Helm-Innenleben ist noch drin. Also der Innenring, der Helm-Innenring und ein Teil vom Leder. Und diese Teil stammt aber von einem anderen Helm. Und da dieses Loch schon so eine Absackung hatte, vermuten wir, dass das schon mal ausgegraben wurde vor vielen Jahren und einfach der Helm zurückgelassen wurde, weil er eben beschädigt ist. Kompletter Wehrmachtsspaten. Noch mit Holz dran. Also ein richtig cooler Fund. Habe ich so in dem Zustand noch nie gefunden. Ich kann nicht mehr, das kann nicht sein. Was ist denn? Ich kann nicht mehr. Ach, eine Nahkampfspange ist das. Nein. Das ist eine Nahkampfspange. Mann, Sonic. Meine erste.